folgende Bericht wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Hergiswil. Hergiswil, ein Dorf am Napf, das für Aufsehen sorgt, mit herausragenden Leistungen von Personen und Vereinen. Sei es im Sport, in der Kultur oder gesellschaftlich. Leistungen, die verdienen, dass man mit einem speziellen Anlass darauf hinweist und sie gebührend würdigt. Der Ehrungsanlass Hergiswil 2016 wartet mit erstaunlichem auf. Da auf deinem Sender für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, könnt ihr das sehen. Sehen Sie nun einen weiteren Teil. Dann darf ich zwei Veranstaltungen nachher durchbinden. Der Toni Kurmer und der Joel Andy. Ihr seht hier die zwei jungen, strammen Männer, zwei Schwinger von Hergiswil, die Jazz spielen. Der Toni Kurmer hat eine ganz gute Saison gehabt, also eine beide gute Saison gehabt, ich kann nicht beide miteinander ablesen. Der Toni hat im letzten Jahr grosse Erfolg können führen. Er war im Schlossgang vom Jahrgang 98 im Innerschweizer Jungschwingertag. Er hat dort die Auszeichnung, Eidgenössischen Jungschwingertag in Aarburg gemacht. Er ist erst geworden am Primorgen Kantonalen Schwingfest. Er ist erst geworden am Luzerner Kantonalen Jungschwingertag und er ist im Rang 4a gewesen, am Berner Kantonalen Jungschwingertag. Und er ist erst geworden am Inst, ich weiß nicht genau, was das heisst, im Park. Kannst du mir sagen, was das genau heisst? Ist das Sinn, Schweizer Nationalturm? Okay, danke. Also das eine hervorragende Planierung im letzten Jahr. Gratuliere. Dann der Joel Ambiu, unser Liste ist etwa gleich lang. Also die Erfolge die sind ziemlich gleich von diesen beiden Männern. Er ist ebenfalls im Schlossgang am Innerschweizer Jungschwingertag im Jahr 1998. Und wenn ihr vorher gut gehört habt, war auch Toni in diesem Schlussgang. Es könnte also sein, dass wir Hergiswil den Schlussgang bestritten hätten. Das ist ein grossartiger Erfolg. Denn er hat ebenfalls die eidgenössische Auszeichnung, die Tanzauszeichnung gemacht am Jungschwingertag in Aarburg. Er war im Rang 4b am Fribourg Kantonalen. Er war im Rang 2 am Luzerner Kantonalen Jungschwingertag. Er war im Rang 7c am Berner Kantonalen Jungschwingertag. Und er ist im dritten Rang am Innerschweizischen Nachwuchsschwinger in Baar. Und er ist im ersten Rang im Nachwuchsschwinger in Zuggerberg. Ich glaube, wir zwei Männer haben einen grossen Applaus für ihn. Darf ich die Christen führen, bitte? Er ist nicht nur ein guter Musikant, er ist auch ganz ein starker Sportler. Er hat auch im letzten Jahr wieder tolle Erfolge gehabt, und zwar im Triathlon. Er ist zweit geworden am Sempachersee Triathlon in Lotto und sehr guter Fünfter am Internationalen in Husten. Herzliche Gratulation, David. Ich weiss, dass du auch manchmal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hast. Umso mehr ist deine Leistung zu wertschätzen. Fast nicht zu glauben, was du herbringst. Herzliche Gratulation, du bist zu bewundern. Ich wünsche dir in der Zukunft viel Glück.
Tanni rein und schnell ins Zimmer. Ich bitte jetzt Vertreterin vom Sportverein Ergiswil, den Vertreter vom Chorbau-Sportverein und Vertreterin vom SVKT Ergiswil. Bitte auf die Bühne. Ich weiss den Namen nicht genau, wer da kommt, aber ich gehe davon aus, dass das bei euch organisiert ist. Beim SVKT weiss ich es, sie steht bereits. Beim Chorbau weiss ich es nicht, sonst muss der Gemeindeschreiber kommen. Und beim Sportverein Netzbau. Ist niemand auf dem Netzbau drauf auf dem Sportverein? Gut. Tatsächlich niemand da. Dann mache ich die Öl draussen. Dann komme ich zum Chorbau. Chorbaugruppe. Hat wiederum tolle Leistung gebracht. Aha, jetzt kommt ein Vertreter. Ich nehme das nachher nachher. Die Chorbau-Gruppe hat wiederum in der ersten Liga letztes Jahr zugeschlagen. Ich tue mich jetzt nicht wiederholen von den letzten Jahren, was für Prüfe sehr alles haben, weil das wissen ja die Leute in der Zwischenzeit. Ihr seid einfach sehr erfolgreich. Ihr macht das offenbar sehr gut. Und ich habe mal gehört, wie denke ich das aufhören. Jetzt hoffe ich, ihr habt das wieder zurückgeschoben und wir sind weiter. Weil wir haben auch im letzten Jahr wieder einen hervorragenden dritten Rang der ersten Liga der Innerschweizer Meisterschaft 2014-15 können ausspielen. Herzliche Gratulation! Dann hole ich jetzt den Sportverein nachholen. Netzbaugruppe vom Sportverein Ergiswil, also Netzbau-Sportverein Mixer. Sie haben einen sehr guten zweiten Rang an der Verbandsmeisterschaft. Sportfest 2015 in Alterswil, Heiterenried und St. Antoni können rausspielen. Herzliche Gratulation. Schon nicht das erste Mal gesehen, dass sie dort auf dem Podest gestanden sind. Möchtet weiter so, macht immer Freude. Gratulieren. Der Netzbau vom SVKT Ergiswil, sehr eine erfolgreiche Saison gehabt im letzten Jahr. Napfleibis, das ich eine von dieser Gruppe nennt, konnte den zweiten Rang herausspielen am kantonalen SVKT-Netzbauturnier zu Buri. Sie sind zweit geworden am Netzbauturnier von der Sportunion in Kerns, also das ist interkantonal. Sie sind zweit geworden am Netzbauturnier SVKT in Rusen und sie sind ebenfalls zweit geworden am Netzbauturnier von SVKT in Rhein. Dann Schüler Brunos, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber das scheint auch so eine Gruppe zu sein. Der zweite Rang am kantonalen SVKT-Netzbauturnier zu Buri. Und dann Sterne Fäufig, so heisst die Gruppe, die wir dort beschimpfen. Sie haben den wunderbaren dritten Rang gemacht bei der Wintermeisterschaft 2014-15. Und das ist eine tolle Leistung, da sind einige Mannschaften dabei. Und was ganz entscheidend ist, sie haben in diesem Jahr den Aufstieg geschafft für die dritte Liga. In die zweite Liga. Herzliche Gratulation für die tollen Leistungen. Der Vögel ist eins, dass die Gruppe vom SVKT und vom Sportverein mal miteinander trainieren. Ich denke, das macht Sinn, das ist auch gut so. Da kann man Synergien nutzen und vor allem einander pushen und fördern. Machen weiter so und bei den Chorballen einfach ein Bett, machen weiter. Herzlichen Dank. Ich darf jetzt auf Bühne bitten, eine ganze Reihe von starken Hornussern. Das ist das der Lukas Anecker, der Stefan Minder, der Daniel Schneider, der Yves Fischer, der Josef Schneider, der Schüssel, mehr um sagen, Martin Minder und der Adrian Dubach.
Vier stramme Männer stehen hier vorne, weil sie in der letzten Saison außergewöhnlich erreicht haben, sehr gute Resultate erzielt haben. Vorne an mit dem Lukas Aregger. Der Lukas hat den Kranz am Eidgenössischen Hornussenfest in Limpach in der vierten Stärkeklasse gewonnen. Gleicher Resultat der Stefan Winder. Ebenfalls der Kranz am Eidgenössischen Hornussenfest in Limpach in der vierten Stärkeklasse. Der Daniel Schneider, auch er, der Kranz am Eidgenössischen Hornussenfest in Limpach in der vierten Stärkeklasse. Yves Fischer, genau gleich, er hat den Kranz mitteilen am Eidgenössischen Hornussenfest in Limpach in der vierten Stärkeklasse. Und bei den Hornussern, der Kranz zu erzielen, das braucht eine Top-Leistung. Das sind da x 100 oder sogar 1000 Leute am Start, die können duellieren. Und die dann so gefordert sind, der Kranz einnimmt, das ist eine außergewöhnlich gute Leistung. Herzliche Gratulation! Ich habe jetzt vor allem Resultate von jungen und jungen Blickern gelesen. Jetzt kommt einer, der sehr routiniert ist, der Schüssel Schneider. Er hat es fertiggebracht, letztes Jahr, den sogenannten 27. rangierten Kranz am Hornussenfest Limpach, der vierten Sterneklasse, rauszuspielen. Und ich habe vorhin gesagt, dass sind x 100 Leute am Start. Schüssel, wie viele sind am Start für eure Kategorie? Ja. 520 Leute sind am Start, so dass wir mal sehen, was der 27. Rang bedeutet. Herzliche Gratulation in der Schüssel. Und das Dessert kommt immer gegen Schluss. Der Martin Mendig, er hat im letzten Jahr den hervorragenden 7. Rang. Der ist belohnt worden mit dem Silberkranz am Eidgenössischen Hornussenfest ebenfalls zu Limpach in der vierten Stärkeklasse erreicht. Herzliche Gratulation! Bravo. Und jetzt von Wirtschafts Dessen. Was er erreicht hat, hat meines Wissens noch nie ein Hornusser von der Hornussengesellschaft Helmswil erreicht. Er hat den 3. Rang, also die Glocke, und der eidgenössische Kranz am Hornussenfest Limpach in der 4. Stärkeklasse erreicht. Der Adrian Dubach mit einer hervorragenden Leistung. Gratuliere dir für den Top-Resultat. Dass der Verein lebt, das haben sie uns ja schon mehrmals bewiesen. Nicht nur mit Resultat, sondern auch mit der Organisation. Sie haben schon ganz grosse Feststellungen geführt. Aus Platzgründen können Sie das alle nicht sehr viel machen. Gehen Sie auf Wahl. Aber auch dort haben Sie gezeigt, wie professionell das Sie arbeiten. Die jungen Leute beweisen, dass auch im Training professionell gearbeitet wird, dass der Verein professionell geführt ist und dass er ganz einen guten Teamspirit hat. Darum haben Sie sich gesagt, die jungen Leute, was machen die heute? Die haben gerne mal eine App bekommen. Handy, und das ist jetzt möglich. Und unsere Gesellschaft Helmswil hat eine App gemacht. Die App könnt ihr abladen. Dort beim Ausgang ist ein Plakat drin. Dort ist ein bisschen höherer Beschrieb dazu. Geht die App nochmal abladen, schauen, was die Hornussen zu bieten haben. Und noch besser, alle die, die kein Sportverein dabei sind, nicht so recht wissen, was machen und gleich gerne in der frischen Luft sind, gehen wir mal einen Schnuppertraining mit den Hornussen, gehen schauen, was sie machen und noch besser machen können. Herzlichen Dank für einen schönen Abend. Dann wird es den Rolf Hohn auf die Bühne bitten. Dann würde ich gerade den Pascal Banzau bitten, für zu kommen. Und den Roland Schmidt.
unterschiedliche Vertreter von verschiedenen Sportarten oder Vereinen als Sinai könnte es fast nicht darstellen. Und trotzdem ist das spannend. Vorne mit dem Rolf Modu an. Wenn ich sage, er ist treffsicher, dann tue ich massiv untertreiben. Er ist ein Spitzenschütz. Der Rolf hat es im letzten Jahr fertig gebracht. Der erste Rang an der Schweizer Meisterschaft im Gewehr 300 Meter rausgeschossen. Dann ist er zweit geworden an der Kantonalmeisterschaft liegend. Er ist erst geworden an der Kantonalmeisterschaft über Frühstellung. Und ebenfalls der souveräne erste Rang an der Zentralschweizer Meisterschaft Ständematsch und Frühstellung. Ich glaube auch, die Resultate die sind fast nicht zu toppen. Und es ehrt mir wirklich, dass ein Herr des Willen derart tolle Resultate erzielen und auch immer wieder von Herr des Willen gratulieren. Herzliche Gratulation. Der Herr André Gigi hat sich heute Abend entschuldigt. Er ist der Dirigent der Jugendmusik Herr des Willen Menzlau. Umso mehr freut es mich, dass heute oben der Präsident da ist von der Übermusik oder von der Musikschule, würde ich sagen, Herr des Willen Menzlau, der Pascal Panz. Ihn könnte man da hinten noch nicht so. Darum ist es schön, wenn er dort auf der Bühne steht. Und wenn ihr wisst, wer da der Mann ist, der Pferde zieht hinter dem erfolgreichen Club oder Gremium. Jugendmusik Herr des Willen Menzlau hat letztes Jahr den hervorragenden zweiten Rang am Luzerner kantonalen Jungmusikfest in Sempach rausgespielt. Herzliche Gratulation! Ich kann Ihnen heute sagen, von jemandem, der nicht hätte können, der reinkommen, aber selber da nicht gespielt hat, es sei zwar schade, aber es ist nicht so schlimm, wenn das nächste Jahr lieber oder sei jetzt der erste. Ich glaube, das ist ganz eine gute Einstellung. Dann ebenfalls ein Verein, der uns immer wieder Freude macht, sehr erfolgreich ist, auch sie, ganz ein toller Nachwuchs. Sie schauen immer wieder, dass sie junge Männer und Frauen in ihrer Reihe haben. Der Josef von Enzian, sie haben letztes Jahr am 60. Zentralschweizerischen Jugendfest Zarnen, haben sie mit dem Stück Zalb in der Höchstklasse 1 erreicht. Wir sind uns das gewöhnt, dass er das Eis holt. Wir sind auch nicht verwöhnt. Aber ich glaube, diese Leistung die muss zuerst gebracht werden. Braucht eine Hilfe, Probe. Und das mögen Sie hervorragend. Herzliche Gratulation, Roland, in der und ganzen Club Enzian. Danke für Wahl. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für eure Tätigkeit. Was jetzt genau kommt, weiß ich eigentlich nicht. Das weiß nämlich der, der jetzt auf die Bühne kommt. Ich bitte auf die Bühne den Daniel Stadelmann, den Präsidenten der Ringerige, Herr des Willen. Geschätzte Herren Wielerinnen und Herr Wieler, es ist mir eine besondere Ehre, heute oben schon wieder ein Mitglied aus unserer Reihe zu ehren, das in den letzten Jahrzehnten ehrenamtliche Tätigkeiten für uns erfolgreich über die Bühne gebracht hat. Es ist eine besondere Ehre, weil die Person sieht man in der Regel selten an einem Ringerkampf bei uns hinten, weil wir natürlich selber auf der Matte stehen. Der Thomas Müller vom Wind, er ist mit 14 Jahren ist er zum Ringen gekommen. 31 Jahre später ist er einer der besten Kampfrichter in der Schweiz. Dazwischen ist natürlich einiges passiert. 1993 hat der Thomas mit Kampfrichtern angefangen. Bereits 2 Jahre später konnte er auf der internationalen Bühne sein
können unter Beweis stellen. Er hat an der Veteranen WM in Bordeaux seine Lizenz zum internationalen Kampfrichter errungen. Ein Jahr später konnte er bereits den ersten Nationalliga A-Kampf pfeifen. Nach 10 Jahren hat er eine Pause gebraucht und hat etwa 2 Jahre pausiert. Er ist aber nach diesen 2 Jahren umso erfolgreicher zurückgekommen auf die Matte. Er hat sage und schreibe 70 Jahre Nationalliga A gepfiffen, davon 3 Finalkämpfe. Ich weiss, Thomas hat gerne ein paar Finalkämpfe mehr gepfiffen, aber leider ist ihm das ein bisschen verweigert, glaube ich, weil natürlich unsere Ringerige dementsprechend in den letzten Jahren alte Final bestritten hat. Krönung war im 2013 und 2014, wo der Swiss Wrestling, unser nationaler Verband, den Thomas zum besten Kampfrichter jeweils geehrt hat. Das ist der Werdegang, den wir in den letzten Jahren so gehört haben von Thomas. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die er für die Ringerigen geleistet hat. Er war der Nachfolger von Beat Daumen und hat 8 Jahre lang als Ringerchef unser Flaggschiff geleitet. Zudem war er 4 Jahre im damaligen SKTSV, heute Sportunion, im Vorstand gewesen. Und manches Jahr im ZRV, im Zentralschweizerischen Ringerverband, dabei gewesen. Mit dem Abschluss von der Saison 2015 hat er sein 20-jähriges Jubiläum als Kampfrichter feiern. Er hat darum den Wunsch geäußert, in Zukunft etwas kürzer zu treten. Er wird uns aber gleich noch etwas erhalten, er wird bei den Jugendturnieren das eine und andere gleich noch bestreiten. Der Thomas ist einer, der sein Amt leidenschaftlich ausgeübt hat und das ist natürlich passend zu unserem Vereinslogo. Thomas, die Ringerige Hergesell ist dir im Dank verpflichtet und die Gemeinde Hergesell würde dir gerne heute oben den Verdienst mit dem Titel widmen, besondere Verdienst. Ich glaube, der Thomas hat recht herzlichen Applaus verdient. Ich danke Tami Stadmann recht herzlich für die Laudatio und ich möchte dir, Thomas, ebenfalls recht herzlich gratulieren zu dieser tollen Leistung. Schade, du bist zurückgetreten. Du wärst schon im nächsten Jahr zum Schiedsrichter vom Jahr geehrt worden. Weil die Leistung, die du immer wieder abgerufen hast auf der Matte, die ist hervorragend gewesen. Ich konnte dich auch nicht so manchmal schauen können, weil ich am meisten mit der Herges Willer unterwegs bin, die dort nicht aufpfeifen. Aber wenn ich dich jemanden gesehen habe, durfte ich dir eine sehr gute Leistung attestieren. Solche Leute, die du bist, die sucht man im Ringsport, die sind gefragt. Herzlichen Dank und danke für die Leistung, die du in den letzten 20 Jahren gebracht hast. Herzlichen Dank. Der Bericht hat nur dank dem kulturellen Engagement von der Raiffeisenbank Hergiswil realisiert werden können. Ein recht herzliches Dankeschön. Es bleibt spannend. Die nächste Person, die ich auf die Bühne bitte, ich werde euch ebenfalls etwas erzählen. Das ist Cornelia Schwedert.